Moin Leute, ich muss das jetzt ganz kurz halten. Ich habe hier verschiedene, also drei Motorräder. Die da und die da, also die 250L und die CB1000R sind ja so was für um Pudding. Und sie hier, die 1290 Super Duke GT, ist ja eher was für weite Strecken. Ja, ja. Eigentlich ist die eigentlich hier fehl am Platze. Ja? Weil ich fahre ja keine weiten Strecken. Aber man kann sich das ja mal vornehmen. Und ich habe schon so eine Idee. Ich habe ja einen neuen Kanal entdeckt. Oder den Kanal kenne ich, verfolge ich schon länger. Bin aber mehr und mehr begeistert von dem, was die machen. Und zwar ist das Superbikebox, ein Wort, kleingeschrieben, auf YouTube. Stefan Druschel in der Rhön. Mein neuer Held. Der ist jünger als ich, ein Jahr. Aber ich glaube, wir ticken so, wir würden so beide auf einer Linie ticken. Ja? So eine gewisse Verrücktigkeit, ja, habe ich und hat er sowieso als ehemaliger Rennfahrer. Ich bin ja hier so ein Spätgeborener, so ein Späthinzugekommener quasi. Ne? Wäre ich von Jugend an mit Motorrädern groß geworden, wäre ich heute vermutlich genauso. Würden wir uns gar nichts tun. Ja? Ich habe hier oben nur Geraden. Ich kann nicht groß Kurve. Ich kann schon, aber habe ja Training. Ne? Ja, aber da wollen wir gar nicht drüber reden. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nächstes Jahr. Aber ich bin ja so ein großer Ankündigungsminister. Ich will unbedingt mal in die Rhön fahren. Und Stefan besuchen. Unbedingt. Ja? Das liegt mir echt am Herzen. Ja? Also, wenn es was gäbe, was ich vor meinem Ableben noch machen müsste, dann wäre das da hinzufahren. Mache ich auch. Ja. Dann ist mein Traum, dass Stefan mal die KTM fährt über seinen Kalbachring und davon Bilder entstehen. Das möchte ich mal sehen. Ich möchte ihn mal auf einem modernen Motorrad sehen, auf einem Plastikbomber hier sehen. Alles Plastik, hallo, bist du da? Ja. Ja, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich mal ein bisschen hinterherfahren dürfte auf einem seiner Kaffeeracer. Googelt mal nach Kaffeeracer. Also C-A-F-E Racer. Ja? Wikipedia. Könnt ihr mal gucken. Ich halte nämlich diese Maschinen, die ja noch abgespeckter sind als die, als dieses Naked Bike hier, als die CB1000R, für wahnsinnig gut geeignet. Für eigentlich meine Zwecke, das ist eigentlich mein Motorrad. Ja? Das ist eigentlich mein Ding. Ja? Ne? Also hier um Pudding zu fahren und auch kurvenreiche Strecken damit zu fahren. Ja? Dafür ist so ein Ding, was so ein Kaffeeracer, was die da bauen, idealst geeignet. Besser geht es eigentlich gar nicht. Ja? Besser geht's eigentlich gar nicht. Das wäre eigentlich meine Welt. Ein Motorrad. Und das ist auch, ja, ich muss mal sagen, das ist auch so gefühlt mein Ding. Also ein Motorrad ohne Plastik, Metall. Ja, hier auch. Plastik. Ja, Plastik. Ja, eigentlich bin ich ein Freund von Metall. Das Motorrad meiner Wahl war
als ich noch längst nicht am Motorradfahren dachte. Ich fahre ja erst seit meinem 60. Geburtstag. In den 70er Jahren haben wir immer da gestanden in Kurven und geguckt, wenn die Motorradfahrer da vorbeikamen. Da war R75-5 BMW. Das war so mein Ding. Da konnte ich mich mit, hätte ich unheimlich gerne gefahren. Später dann, wenn ich mal gedurft hätte. Ne? Aber ich fahre ja erst seit, jetzt bin ich 67, seit 60. Ne? So. Will damit nur kurz sagen, ja, ich würde wahnsinnig gerne mal so ein totalst abgespecktes Teil fahren. So ein Kaffee Racer. Und zwar da, wo er eigentlich hingehört. Nämlich in kurvenreiche Ecken wie die Rhön. Vielleicht lässt sich das ja mal realisieren. Und das, da träume ich von. Das wäre so noch eine Reise, die ich mit dem hier, mit meinem Reiseteil noch gerne fahren würde. Vielleicht klappt das ja. Ich weiß, ist so wie es ist, ne? Im Alter wird man so ein bisschen tüdelig. Okay, ihr wisst, was ich meine. Ich würde das gerne machen und das wäre mein Traum. So, ja, mehr wollten wir eigentlich gar nicht sagen. Käfer fahren wollte ich auch noch mal. Aber machen wir dann demnächst noch mal. Hoffentlich. Tschüss. Und nicht vergessen, nächste Woche wieder MotoGP gucken. Müsste wieder früh aufstehen. Das Rennen heute war die Wucht in Tüten. Ich verstehe nicht, wie Motorradfahrer sich das entgehen lassen können. Tschüssi.